Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Heilpädagogischen Institut folgten mein Kollege Giuseppe Montesano und ich den wissenschaftlichen Methoden, die von Itard und Seguin erfunden. Nein, nein, hören Sie auf. Auf keinen Fall diesen wissenschaftlichen Kram. Sie müssen eine Geschichte erzählen. Als ich mein Studium aufnahm, war es undenkbar für eine Frau Medizin zu studieren. Das Wissen über den menschlichen Körper sollte den Männern vorbehalten bleiben. Natürlich war der Weg bis dahin sehr unwegsam und steinig. Ja, wer ist denn da? Da sind Mama und Papa. Ciao. Ich möchte, dass er hier lebt, bei mir. Du weißt genau, dass das nicht geht. Dass ich meinen Sohn nicht anerkennen durfte, das ist unmöglich. Warum leben sie nicht alle zusammen? Dazu müssten wir heiraten. Ich will nicht der Besitz von irgendjemandem sein. Glauben Sie wirklich, die gehören in ein pädagogisches Institut? Ja, heute wissen wir, dass auch behinderte Kinder lernfähig sind. Ein Idiot ist ein Idiot und bleibt es auch. Ich sehe die Zeit gekommen, Kinder mit Hilfe von wissenschaftlicher Pädagogik zu befreien. Eine Erziehung getragen von Liebe. Alles, was sie können, können sie nur, weil wir sie lieben. Sehen Sie nur, wie konzentriert Sie sind, als wüssten Sie intuitiv, wie man damit umgeht. Du bist zu weit gegangen, Maria. Ich will mich nicht länger von deinem Egoismus und Ehrgeiz erdrücken lassen. Was ist ein Erfolg wert, wenn das der Preis dafür ist? Und Sie, Maria, wie steht es um Ihre Zukunft? Ich revolutioniere das Schulsystem.